Hallo und willkommen bei Corellixsee. Wir sind Jo und Diane und wir geben euch heute mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, und zwar wie es bei uns in der Anlage aussieht. Viel Spaß beim Video. Ja, jetzt stehen wir hier mitten in unserer Anlage zwischen Kreislauf 1 und Kreislauf 2. Das sind halt hier unsere Zuchtkreisläufe. Insgesamt umfasst die Anlage 20.000 Liter, davon ungefähr 15.000 Liter reine Korallenanlage. Also wir haben halt Fischquarantäne, Fischhälterung, Korallenquarantäne und Korallenzuchtkreisläufe, wo wir jetzt hier eben gerade stehen. Die Anlage haben wir halt damals auf den Raum geplant, also wo wir uns halt damals die Räumlichkeiten gesucht haben, haben wir halt eben darauf passend dann die Anlage geplant. Also wir hatten damals halt uns verschiedene Wachstumsraten von Korallen angeschaut, also zum einen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen, zum anderen haben wir die halt selber bestimmt, auch im Rahmen unserer Abschlussarbeiten. Und haben dann eben berechnet, wie viel Fläche bräuchten wir, damit wir wirklich zu 100% nur Nachzuchtkorallen anbieten können. Und ausgehend von den Daten haben wir dann eben die Anlage geplant. Ja, also so Durchschnittswerte, ne? Von den Wachstumsraten, ja. Von durchschnittlichen Verkaufspreisen, von denen wir ausgegangen sind, wie viel Fläche brauchen wir halt, um das halt wirtschaftlich zu machen. Und wir haben halt in die Höhe auch gebaut, um halt diese Fläche zu erreichen. Wir haben uns auch für Glasbecken entschieden, ganz bewusst tatsächlich damals, weil wir auch gesagt haben, wir wollen die Tiere sehen. Und das ist auch so, dass wir halt jeden Morgen einmal reingehen und abends auch, bevor wir gehen, halt einmal gucken, uns nochmal die Tiere angucken. Ist irgendwas umgefallen? Sieht irgendwas schlecht aus? Das sieht man halt einfach bei Glasbecken, wenn man von der Seite reingucken kann, halt einfach sofort und halt auch sehr gut. Wir könnten theoretisch auch mit weniger Lampen arbeiten über der Fläche. Allerdings ist der größte Kostenfaktor bei der Korallenzucht eben die Temperierung des Raums. Also viele denken immer, ach ja, die Beleuchtung ist das teuerste im Betrieb, aber in Wirklichkeit ist es halt eben die Temperierung des Raums. Was auch viele vergessen ist, dass die Temperatur eine wichtige Rolle bei der Kalzifizierung spielt. Und deswegen versuchen wir halt auch die Wassertemperatur in dem Bereich zu halten, machen wir über das Raumklima. Also wir haben uns deshalb für die Variante mit mehreren Leuchten pro Becken entschieden, weil man dann die Lampen bei einer niedrigeren Intensität fahren kann, damit man auch die gleichen Paarwerte erhält, also die Korallen eben für die Photosynthese und das Wachstum brauchen. Mit mehreren Leuchten bei einer geringeren Intensität pro Einzelmodul. Wichtig ist bei den LEDs, also die Langlebigkeit der LEDs hängt hauptsächlich von der Temperatur ab. Und wenn man so ein Einzelmodul bei einer geringeren Intensität, also das heißt, wir betreiben unsere Lampen hier maximal bei 60%, entsteht weniger Abwärme. Das hat zum einen halt den Vorteil, dass die LEDs langlebiger sind und zum anderen, dass wir also weniger Energie benötigen, um den Raum zu temperieren. Gleiches Prinzip halt eben bei den Pumpen. Wir haben halt die Leistung auf mehrere Pumpen verteilt. Also man könnte das Becken zum Beispiel auch mit einer einzigen Pumpe beströmen, sagen wir bei 100%. Aber um ein besseres Strömungsbild zu erhalten und halt die Langlebigkeit der Pumpen oder beziehungsweise halt den Verschleiß der Pumpen zu reduzieren, haben wir es auf mehrere Einzelpumpen verteilt. Das heißt also, die wir bei maximal, also oder im Schnitt, bei etwa 25% fahren. Also was halt auch ganz cool ist bei den Einzelbecken, ist halt, dass wir auch jedes Becken ein bisschen unterschiedlich halt einstellen können. Also sowohl die Strömung als auch die Beleuchtung. Gerade bei den Elterntieren, also wir haben in den oberen Becken halt vor allen Dingen den Broodstock drin, also die Elterntiere, und unten drunter halt die Ableger, also überwiegend, das vermischt sich teilweise natürlich schon ein bisschen, aber überwiegend haben wir halt unten die Ableger, die verkaufsfertigen Ableger, beziehungsweise die Ableger, die wir halt zu verkaufsfertigen Korallen halt heranwachsen. Oben in die Broodstock-Becken sind halt auch so ein bisschen aufgeteilt, also zum Beispiel nach LPS und SPS, und je nachdem haben wir eben mehr Strömung, weniger Strömung und ein bisschen intensivere Beleuchtung oder weniger intensiv. Genau, also die Lampen sind mittlerweile ja auch schon seit 5 Jahren in Betrieb und wir mussten bisher noch keine einzige austauschen. Also die laufen durch und ohne Probleme tatsächlich.
Bei den Pumpen hat man immer mal so eine, ne, durch die Schnecken, die sich da drin verfangen oder so, ist halt immer mal so ein bisschen Verschleiß. Aber bei den Lampen haben wir bisher noch keine austauschen müssen. Aber bei den Ecotec-Pumpen eben auch ein Vorteil, dass halt quasi die Motoreinheit und der Rotor halt eben voneinander getrennt sind. Das heißt, man kann halt einzelne Bauteile an der Pumpe einfach austauschen und muss dann halt die komplette Pumpe einfach wegschmeißen oder tauschen. Also die Anlage ist ja mittlerweile seit Anfang des Jahres zu 100% von Solarstrom betrieben. Also das ist eine richtig sehr gute Sache, dass wir halt komplett auf erneuerbare Energien mittlerweile zurückgreifen können. Stromtechnisch sind wir dann noch auch abgesichert hier. Also im Falle eines Stromausfalls, den wir jetzt auch schon zweimal tatsächlich hatten, haben wir halt oben auf den Becken überall Akkupacks, die halt die Strömungspumpen bis zu 36 Stunden Stromausfall können wir halt damit durchhalten. Also dass halt wenigstens zwei Strömungspumpen pro Becken halt weiterlaufen. Weil die Korallen haben jetzt, sag ich mal, kein Problem, wenn mal irgendwie ein oder zwei Tage kein Licht ist. Aber die Strömung ist halt entscheidend, dass einfach die Sauerstoffversorgung halt gewährleistet ist und weiter da ist. Wir haben auch für jedes einzelne Fach eben einen eigenen FI-Schalter. Also das heißt, jede Steckdosenleiste hat einen eigenen FI-Schalter. Sollte mal irgendwo wirklich eine Leuchte oder eine Pumpe durchbrennen, dann steigt halt nur die Energie fürs oder die Stromversorgung von diesem einen Fach aus. Das heißt aber, der Kreislauf läuft weiter. Und selbst in dem Fall springt ja dann der Akkupack halt eben an, die Akkuabsicherung, und die Pumpen laufen dann weiter. Ja, ist halt extrem wichtig für uns halt, diese Absicherung zu haben, weil wir halt ja eben keine Importe machen und, sage ich mal, keine Tiere so einfach austauschen können. Wir sind halt darauf angewiesen, dass halt die Elterntiere, die wir jetzt halt hier auch schon so lange haben, dass sie natürlich bleiben und auch gesund bleiben und weiter gut aussehen. Also wenn halt sowas ist wie Stromausfall und so weiter, haben wir uns halt einfach auch extrem gut abgesichert. Also da muss schon wirklich eine Katastrophe sein, sage ich mal, wenn wir mehr als 36 Stunden Stromausfall werden wir hoffentlich nicht so schnell haben. Ja. Oder genauso auch mit der Klimaanlage, die wir halt hier drin haben, mit der Temperaturregulierung. Das ist halt extrem wichtig für uns, dass es halt den Tieren hier dauerhaft gut geht. Ein weiterer Punkt, warum wir eben halt in die Höhe gebaut haben, ist die Klimatisierung des Raums. Haben wir ja vorher schon halt kurz angesprochen, dass es extrem wichtig ist, für die Wachstumsraten bei den Korallen einen bestimmten Temperaturbereich einzuhalten. Und deswegen macht es halt eben Sinn, möglichst viel Wasser auf geringen Raum zu stellen. Deswegen eben die Anordnung in den Regalsystemen. Umso mehr Wasser man hat, umso höher ist quasi der Wärmespeicher oder der Temperaturpuffer. Und desto günstiger wird es halt, diesen Raum zu temperieren. Das war auch nochmal ein Grund, warum wir uns eben dafür entschieden haben, in die Höhe zu bauen. Und um halt, ich sage jetzt mal, die Grundkosten, was Miete anbelangt und so weiter, halt so gering wie möglich zu halten, gerade am Anfang. Ja, also die ganze Anlage steht hier auf 80 Quadratmeter. Sieht oft größer aus auf den Bildern, als das wahrscheinlich ist. Ja, man muss halt eben sagen, dass wir auf wenig Raum, auf diesen 80 Quadratmetern, haben wir eine Korallengarantäne, eine Fischgarantäne, die Korallenkreisläufe und eine Fischhälterung. Ja, und die Wasseraufbereitung. Arbeitsbereiche und so weiter. Die Anlage ist wirklich auf den Raum geplant. Auf den Raum geplant, ja. Aber trotzdem muss man sagen, haben wir das modular aufgebaut, theoretisch. Also auch mit der Verrohrung hast du ja auch damals schon die ganzen Stellschrauben, sage ich mal, eingeplant. Genau, also wir wussten ja damals noch, als wir angefangen haben, wohin die Reise geht. Deswegen haben wir alles modular geplant. Eben immer diese drei Becken ist ein Regalblock. Was auch die Verrohrung anbelangt. Das heißt also, auf der Rückseite befinden sich Verschraubungen und man könnte theoretisch die ganze Anlage, ja, es ist natürlich mit einem bestimmten Arbeitsaufwand verbunden, aber man könnte die Anlage komplett auseinandernehmen und in anderer Form wieder zusammenbauen. Ja, eine andere Konstellation. Außerdem war uns halt wichtig, dass man zum Beispiel die Becken halt im Nachhinein auch noch austauschen kann oder halt es verändern. Deswegen haben wir uns für diese Aluprofile auch entschieden. Da kann man dann im Nachhinein ziemlich viel anschrauben oder auch die Anordnung der Becken halt eben verändern. Und die Becken sind über Schläuche mit den Rohrleitungen verbunden. Das heißt also, man ist da flexibel. Man kann jederzeit einfach die Becken aus den Regalen rausnehmen beziehungsweise halt die Höhe der Becken dann verändern. Je nachdem, wie man die Anlage halt dann... Ist auf jeden Fall möglich, ja. Ist auf jeden Fall möglich. Ja, hier ist dann quasi noch so das Herzstück eines jeden Systems, Kreislaufsystems, ist halt die Filterbox. Die steht bei uns eben auch vorne, das haben wir halt auch bewusst uns so dafür entschieden, dass das nicht irgendwie versteckt ist hinten oder so, sondern weil wir da halt auch natürlich viel arbeiten müssen. An den Filtersäulen müssen wir halt ran, an die Abschäumer und auch, dass man hier auch wieder
halt der Aspekt, dass man einfach jeden Tag auch dran vorbeigeht und halt guckt, ob alles funktioniert und alles läuft. Ja, die Filterboxen bestehen eben halt aus einem mechanischen Filter. Also da sind einfach Filtersocken und Filterwatte verbaut, damit quasi grobe Partikel halt entfernt werden. Danach kommt die Biofiltrationsstufe, also das ist Siporax. Also das kennen viele von euch wahrscheinlich so aus dem Süßwasser-Aquaristik-Bereich. Also es ist ein Filtermedium, damit man eine hohe Oberfläche für Bakterien hat. Dann haben wir verschiedene Filtersäulen. Also in die wir bei Bedarf eben unterschiedliches Granulat, Filtergranulat einbringen können, zum Beispiel Aktivkohle oder Phosphatadsorber oder Bakterienbehälter. Also je nachdem, was man halt für ein Ziel erreichen will bei der Filterung. Dann haben wir noch einen großen Eiweißabschäumer und die Rückförderpumpe. Also eigentlich genauso wie ein Aquarium zu Hause, nur halt eine Nummer größer. Wir haben uns damals auch explizit für einen Hersteller entschieden, also bei der Filtertechnik, weil der Hersteller vor allem mit PVC und Acryl arbeitet. Das sind alles Wirkstoffe, die kann man selber kleben. Also wenn man zum Beispiel mit PE oder PP arbeitet, dann muss man den Kunststoff immer schweißen. Das war für uns keine Option, deswegen haben wir uns hierfür entschieden. Und der Hersteller arbeitet mit Standard-PVC-Bauteilen, das heißt also, wenn irgendwas kaputt geht oder wir was austauschen müssen, dann ist es alles kein Problem, man kann Ersatzteile einfach bestellen. Versorgungssystem, das betrifft ja vor allem halt den Carbonathaushalt, also dass die Korallen eben Skelett bilden können. Da arbeiten wir mit einer abgeänderten Balling-Lösung, also wir hatten anfangs auch mit einem Calciumreaktor eben gearbeitet, da ist das Problem halt einfach der niedrige pH-Wert. Also pH-Wert ist auch mal so eine Geschichte, die wird oftmals vergessen, ist aber unheimlich wichtig, auch eben fürs Wachstum bei den Korallen. Und das Ausflusswasser aus dem Kalkreaktor hat einfach einen richtig niedrigen pH-Wert und es ist unheimlich schwer, diesen pH-Wert dann wieder anzuheben, bevor der eben in den Kreislauf kommt. Deswegen haben wir uns mittlerweile halt dagegen entschieden. Wir arbeiten eben mit einer abgeänderten Form von Balling, wo wir mit einer Hydroxidverbindung arbeiten, auch damit man einen höheren pH-Wert erreicht. Das ist für große Wasservolumen eigentlich gut geeignet, für Heimaquarium weniger. Gut, da gibt es dann andere Verbindungen, zum Beispiel Bicarbonate, die man da nutzen kann. Aber im Grund ist das Versorgungssystem genauso, wie die meistens zu Hause machen. Also eine Balling-Versorgung mittels der Balling-Methode. Wir lassen halt auch regelmäßig eine ICP-Analyse machen und einzelne Spurenelemente geben wir halt nach Bedarf auch manuell zu. Also tatsächlich gar nicht über Dosierpumpen, weil man halt eben auch erstens einen bestimmten Peak manchmal auch erreichen möchte oder auch erreichen muss, damit die Korallen halt damit was anfangen können. Und weil wir einfach auch die Kontrolle darüber haben wollen, weil Dosierpumpen funktioniert so super, aber es ist natürlich jede Technik ist halt fehleranfällig und gerade bei den Spurenelementen gehen wir da, sag ich mal, den konservativen Weg und dosieren das lieber per Hand. Genau. Wir haben eben eine Grundversorgung über die Dosierpumpen und dosieren dann bei Bedarf einzelne Elemente zu. Ja, dann vielleicht noch eine andere Besonderheit in so einer Korallenzucht neben der Klimaanlage. Was wir halt noch Wichtiges haben, ist ein großer Luftentfeuchter, weil hier tatsächlich sehr, sehr viel Wasser verdunstet am Tag. Ihr könnt ja vielleicht mal einen Tipp abgeben in die Kommentare, was ihr so schätzt, wie viel Verdunstungswasser wir hier so am Tag haben, was wir halt über diesen Luftentfeuchter einmal abfangen und dann klären wir das im nächsten Anlagenvideo dann mal auf. Ja, Luftentfeuchter ist halt vor allem für die Technik wichtig. Gerade für die LEDs. Also bei uns ist es jetzt so, durch das, dass die Intensität halt so niedrig ist pro Einzelmodul, springt der Lüfter halt nicht an. Das heißt also, da wird auch keine Salzluft irgendwie durchzogen. Aber für alles andere, für die gesamte andere Technik, ist halt salzige Luft immer eigentlich der Tod. Deswegen ist es halt eben gut, feuchte Salz wie Luft. Deswegen ist es halt gut, wenn man das verhindert. Also die Quarantäne ist auch ein komplett eigenes System, ist komplett unabhängig von der eigentlichen Zuchtanlage und wir haben ja auch einen eigenen Raum mit eigenem Waschbecken. Das heißt also, wenn wir halt zum Beispiel jetzt ja, neue Tiere bekommen und so weiter, kommen die eigentlich halt mit der Anlage gar nicht in Berührung, sondern halt werden hier erstmal auspackt und eben ja, je nachdem, was man halt dann hat, behandelt oder sauber macht und kommen dann in die Quarantäne. Ja, hier sind wir in unserer ehemaligen Fischquarantäne. Bei uns hat sich das Konzept ja so ein bisschen geändert. Am Anfang haben wir Fischnachzuchten auch zugekauft, die wir hier anfangs in Quarantäne
behalten haben und dann erst ins Halterungssystem. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Wir sind halt eben dabei, auch mehr eigene Nachzuchten zu machen, unter anderem eben Garnelen. Und das ist jetzt hier gerade das Garnelen-Bloodstock-System von Lukas. Vielleicht möchte Lukas da auch nochmal ein eigenes Video drüber machen. Ja, wir werden auch die Korallenanlage noch ein bisschen erweitern. Hier ist jetzt unser letzter Zuchtkreislauf. Wir waren die letzten Jahre eben damit beschäftigt, den Zuchtbestand weiter aufzubauen. Also wir können mittlerweile halt unseren gesamten Bedarf halt selber decken, also die komplette Nachfrage. Und sind jetzt soweit, haben genügend Tiere am Start, dass wir eben jetzt dann den letzten Kreislauf dann starten können. Ja, auch mit dem Hintergrund eben, dass wir auch den Fachhandel gerne beliefern wollen. Macht das halt Sinn oder reicht der Platz schon fast nicht mehr aus mit den Tieren, und da wollen wir eben gerne noch weiter rein, dass wir da halt eben den Fachhandel auch beliefern können und brauchen einfach noch ein bisschen mehr Fläche, und dafür ist dann noch der letzte Kreislauf hier angedacht. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, das Ganze schon vor einiger Zeit zu starten, aber zwischendurch, ja, Ukraine-Krise, Energieproblematik und so weiter, hat sich das alles jetzt ein bisschen nach hinten verschoben. Deswegen freuen wir uns jetzt dann, dass dieses Projekt jetzt dann ein Ende findet. Hoffen wir, dass wir in ein paar Monaten euch da schon volle Becken wieder zeigen können. Ja, hier sind wir jetzt in unserem noch neuen Raum, der jetzt noch dazu kommt, sehr bald. Und ja, hier wird noch einiges umgebaut. Hier werden wir halt alles machen, was an Nachzuchten, was nicht Korallen sind. Also Futterkulturen, Plankton, Makroalgen, Wirbellose. Wir wollen ja nicht nur Garnelen machen, sondern halt vielleicht auch Seeigel. Wir hoffen, dass wir dir in 3 bis 4 Monaten hier hoffentlich schon einiges mehr zeigen können. Wenn du noch Fragen hast zur Anlage, schreib uns gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniere unseren Kanal, damit du auch mitkriegst, was sich hier alles so verändert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.